Servus, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Ich habe... Das ist schon wieder meine Antwort geklaut. Mit dabei den Pader, wie ihr hört. Dann den Mushroom und Notoka aufs Brot. Hallo. Hallo. Let's go. Alle bereit? Ich bin go, go, go. Wir sind halt nur zu fett, weil die anderen Spackos alle nicht da sind und nicht können. Guck mal so. Macht doch nichts. Nee, macht doch nichts. Bleibt doch spannend. Und ich habe heute Reagenzglas. Okay, leicht mit Nebel und ein Opferhaken weniger für mich, was ein bisschen schwieriger ist. Das wird immer gemacht, irgendwie, kann das sein? Das ist mein Perk, das habe ich da irgendwie immer drin die ganze Zeit, ja. Ist schon ein bisschen. Die Eiche müsste von Schneckball kommen und das drübe Reagenzglas ist von mir. Ja. Ja. Die deutsche Eiche kommt von Schneckball. Jawoll! Okay, es gibt eine neue Map, Leute. Mal gucken, ob wir die kriegen. Drück die Daumen. Ich glaube ja nicht dran. Ich bin auch gespannt. Das wird mir so ein Running Gag wie die Farben, werdet ihr sehen. Zwinker, zwinker. Mal gucken. Los, fahr schneller. Und falls du weißt, was das unten rechts ist, weil viele immer nachfragen, es ist die Pulsanzeige, Leute. So. Wir wollen das Puls heute richtig in die Höhe treiben. Grubenschacht des McBean anwesend und let's go. Pada macht sich und auf den Weg. Ich mach mich auch auf den Weg. Pada ist heute wieder richtig krank. Ich weiß nicht. Ob ich hab bei der Welt die Grafik mal ein bisschen hochgedreht. Warte mal. Pada, du gehst mir auf den Sack. Da ist doch schon die erste. Pada ist der Hillbilly. Na, wen haben wir denn da? Oh, du gehst mir so auf die Nüsse. Scheiße. Komm zurück. Triffst du meine Kettensäge, meine Liebe. Du triffst mich nicht, bitteschön. Glück gehabt. Komm zurück. Komm zurück! Oh Mann, nein, oh Mann, wieso? Habe ich irgendwas riechig? Stink ich eigentlich? Das sagt man nicht, das sagt man nicht. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast mich verloren, weil, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube vielleicht doch. Oh, ich glaube aber ganz gewaltig. Sehr gut. Haben wieder einige Sachen übersetzt, kommt's mir so vor. Ja, das kann auch sein. Ich habe auf jeden Fall ein paar Updates. So. Gestern kam sogar noch eins, oder heute. Haben wir jemanden hier? War alles so... Tada! Wen wolltest du denn da erschrecken? Ich glaube, es wird heute richtig schwer für dich werden. Für mich? Mhm. Ich glaube mal eher für euch. Wer ist die Zopfliese? Ich. Vorsicht! Was? Er wollte mich erschrecken, das ist aber nicht ganz gelungen. Und jetzt reiß dich zusammen, Mushroom, konzentrier dich. Kein Fehler will ich. Ja, okay. Warte. Wo seid ihr? Oh mein Gott, jedes Mal wird das kommen. Du bist doof! Wie gemein war der Mushroom. Ja, ne? Ich meine es nicht böse, ja, okay. Sondern? Ich meine es einfach nur nicht böse. Ich habe echt Probleme, durch den fucking Nebel hier irgendwen zu sehen, ey. Der Nebel ist echt gut. Das ist sehr gut für uns, auf jeden Fall. Na, Pada? Hast du jemanden entdeckt? Pada. Pada. What? Sehr gut. Pada, noch drei. Seid ihr kleinen Drecksäcke. Deinem Keller. In deinem Keller, genau. Urinieren auf deine Haken. Oh, was ist das? Jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht viele gesehen. Aber du warst schon verdammt in der Nähe. Das ist schon okay. Die Betonung liegt auf. Warst. Das ist echt schwierig. Also ohne Scheiß, mit dem Nebel hier sieht man echt wenig. Vor allem, wenn ihr euch im Gebüsch oder sowas versteckt. Ja. Das ist sehr schwierig, euch zu ersehen. Das schaffst du schon. Nein. Wo? Wo bist du, Made? Es ist
nicht mein Herz, was da so klopft, deins. Alter, dieser fucking Nebel regt mich auf. Das ist wirklich mies. Da sehe ich doch jemanden schleichen. Was bringt dir nichts, eine Taschenlampe? Willst du mich anleuchten, oder was? Nein! Komm zurück. Komm zurück. Koki! Lass Luga, mich in komm Ruhe! Zurück. Komm auf mein Brot. Ich hab nichts gemacht. Easy came. Okay. Oh, falsche Abzweigung. So, weiter geht's. Hängst du schon? Utoka, gib mal ein bisschen Update hier. Jetzt würden wir sehen, wenn du hängst, ne? Unten links. Was? Wo seid ihr? Ach, du bist doch einfach unten links. Hängst du schon oder hängst du noch? Hängst du schon Alter, oder lebst du noch? Wieso ist das so schwer, heute hier irgendjemanden zu finden? Ich meine, wir haben letztes Mal auch schon mit dem Nebel gespielt. Das ging auch, oder? Ja gut, aber ich aber glaube ich nicht Killer, oder? Doch, aber obwohl ich weiß nicht, ob wir da den Nebel hatten. Wen haben wir denn da? Lass deine Taschenlampe in deiner Tasche hier. Komm mal mit jetzt hier. Scheiße. Ein auf die Schnauze. Okay, wir sind, Hä? Hä? Egal. Verdammt, der Weg war... Fußspuren? Zack, dran. Zu sehr gut. Gibt's ja noch schön das eine. Ist, ganz nah dran. So. Wo sind die anderen Opfer? Aber jetzt nicht campen, gell? Das kommen sie dich retten? Ah, ich campe nicht. Ich klopp nochmal drauf. Nein! Das macht er gerne. Ich weiß ungefähr, aus welche Richtung wir kommen. Ich weiß immer noch nicht, welcher Killer du bist. Hillbilly. Der Hillbilly. Oh! Was war denn das? Alles Taktik, um ihn herzulocken. Richtig. Weglocken von dem Opfer. Ja, ist zu spät. Damit wir es in Ruhe vom Haken holen. Du darfst dich nicht befreien. Du darfst keine Befreiungsversuche machen. Er hat schon gemacht. Ja, deswegen ist er jetzt... Das war der Fehler. Ja. Leck. Okay, dann waren es nur noch zwei. Also, aber ich muss wirklich sagen, mit dem Nebel ist es echt verdammt schwierig. Na, wen haben wir denn? Schnell springen! Schneckball springen! Passt. Der Arni. Nee, das bin ich nicht. Alter, Finnemann. Du hast mich ja doch getroffen. Ja. Aber sei froh, dass ich dich nur getroffen habe. Nee, dann bin ich langsamer. Ich bin auch direkt gerade. Sag mal, wo sind die Generatoren? Scheiße, du bist doch der. Hier hinten bei mir ist einer gewesen. Wo bist du? Wo bist du? Fuck. Wo bist du? Alter, ey. Alter, die Geräusche, gell? Du machst mich fertig. Wo bist du, verdammt? Ich hab dich auch aus den Augen verloren. Doch gut. Ach du Scheiße. Okay. Haha, die ist am Ufer in der Nähe. Scheiße! Wo ist er? Arnold, wo bist du, du kleine Sau? Das sag ich dir nicht, das sag ich dir. Doch, sag's mir, komm, sag's mir. Hau ab, Mann. Ja, what? Alter, dein Nebel ist so scheiße, ich sehe so gut wie nix hier. Junge, wo bist du? Hab ich da gerade jemanden gesehen? Ach was, hast du nicht. Alter, finde. Ich seh nicht allzu viel, doch ich möchte gerne spielen, denn ich habe eine Kettensäge. Die will ich auch gerne mal zum Einsatz bringen, also wo seid ihr? Mir macht's aber auch spannend heute. Aber verdammt spannend. Was? 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 Jetzt kommt die Musik, ich hab nicht mal einen gesehen. Was für eine Musik? Oh, Jagdmusik. Irgendeiner ist in meiner Nähe. Wo bist du hin? Kleine Male. Fuck. What? Jetzt schon? Alter, wie schafft ihr das?
Naja, wir haben hier ein leichteres Spiel, aber Pada, wenn du wüsstest, wie dicht du gerade an mir dran warst. Wenn du wüsstest, wie dicht du gerade dran bist. Du Arsch! Nein! Scheiße! Das darf ja wohl nicht wahr sein! Wenn du. Oh, Schneckball! Machst du das? Komm! Aber ungefähr so nah wie. Ich hab hier jemanden für dich. Wie Pada gerade Schneckball ist, war er eben auch Mushroom. Puh, ich hänge. Mushroom! Lass mich nicht zurück! Erstmal zum Ausgang. Wenn du verlierst zu fliehen, dann geht der Balken auch runter jedes Mal. Okay? Ja, dann geht er noch schneller runter. Du brauchst ja gar nicht. Oh, scheiße. Okay, du hast noch freie Bahn. Du wirst die arme Schneckbein nicht einfach im Stich lassen, oder? Es scheint so, als würde er mich zurücklassen. Das ist so schlecht geschauspielert von dir. Ich weiß, dass Arnold irgendwo auf dem Weg ist, um dich zu holen. Der haut ab hier. Ich sehe ihn noch am Ausgang schon stehen. Der macht das Ding auf da. Scheiße. Arnold, beeil dich! Nein! Oh, du bist so ein... Das heißt, er steht noch da? Ja, der hat mich schon wieder geschlagen und ich muss schon spacen. Lauf weg, lauf! Rette dich! Nein, nein! Komm. Die habe ich hier nicht geblendet, du Sau! Nee, das geht doch nur, wenn ich wen auf der Schulter habe. Ach so. Das wusste ich auch nicht. Ja. Komm, lauf zum Ausgang. Arnold. Arnold. Oh, ich geh noch hinter mir auf. Nein! Oh. Oh, ich bin tot. Hättest du nicht mal deinen Arsch gerettet, ja, dann wäre der Beile noch davon gekommen. Aber so muss ich leider. Oh, so muss ich leider. Hat der Junge Glück gehabt. Da. Hat er Glück gehabt. Ja, den Haken. Aua. Das ist nicht wahr, ey. Hat der das doch geschafft? Ich muss noch mal die Kettensäge für dich warmen. Nee. Das ist so dumm. Wieso? Ich weiß nicht, wie. Nee. Du bist so krank. Ich find diese Fluchtversuch ziemlich unfair, weil das funktioniert so gut wie nie. Ja, das ist halt irgendwie was mit übelstem Glück zu tun. Ja, das können sie dann weglassen, wenn es so Glück ist. Also. Ja, finde ich auch. Warum wehre ich mich überhaupt? Down, Junge! Ja. Glückwunsch, Pada. Dankeschön. Das war Glück. Ich glaube, wer nächste Runde Killer wird. Das war geschenkt. Das war echt geschenkt. Nur wegen Schneckball. Was? Mann! Hat sie mich überredet, nochmal zu. Das ist aber auch ein bisschen gemein, finde ich. Ja, finde ich jetzt auch etwas unfair. Aber die Runde war gut, war eine gute Runde. Hat ja, Spaß gemacht. Aber es war sehr schwer. Aber hätte Arnold am Schluss seinen Arsch gerettet, dann hätte er wenigstens irgendwas geschafft. Aber gut. Okay. Ist ein freies Land, das ist ja Arnolds Entscheidung. Gell? Also ja, genau. Ich wurde ja nicht dazu gezwungen. Genau, alles klar. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.